Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauerinnen. Hier ist euer Hütte. Wir spielen Cyberpunk 2077 natürlich und werden dort weitermachen, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Wir werden in unser Auto steigen. Wir können jetzt hier noch da vorne irgendwas machen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier vorne noch irgendwas ist oder ob die jetzt hier schon alles gelöst haben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, ob hier irgendwas ist oder so. Oder ob ich irgendwie reingehen muss. Anscheinend haben die jetzt schon alles hier gesichert. Ich glaube, die haben jetzt schon alles hier gemacht. So. Haben wir einen Upgrade-Punkt oder sowas? Wir haben gerade nichts. Wir haben ja herausgefunden, dass wir das hier machen können. Wir sind mit Handfeuerwaffen, mit Gewehren sehr gut. Technisches Fähigkeit sind wir noch nicht so gut. Intelligenz, im Bridge-Protokoll sind wir relativ gut. Quick-Hacks haben wir noch tatsächlich noch nicht so. Ja, Stealth und so sind wir auch scheiße. Also eigentlich sind unsere Reflexe, müssten wir eigentlich darauf gehen, rein theoretisch. Naja, egal. Hier unten ist noch irgendwas frei, was ich noch nicht weiß. Das ist eine gute Frage. Das tatsächlich, ich denke mal, das könnte mir der andere Typ sagen. Wir haben aber knapp 30.000. Deswegen, das verstehe ich immer noch nicht. Wenn wir darauf gehen, interessiert es ihn. Das verstehe ich gerade echt nicht, wenn ich das jetzt verfolgen möchte. Ich einfach nur warte, bis das Auto repariert ist. Aber welches Auto denn? Wir haben doch hier unser Auto. Nevermind. Egal. Wir werden als erstes mal zu unseren Geliebten besser spät als nie fahren. Das werden wir machen. Deswegen werden wir unsere Schulden bezahlen. Wir werden erstmal schön ins Auto steigen. Das ist ja unser Auto. So. Der neue Patch ist leider immer noch nicht da. Es ist natürlich ein neuer Patch da, aber ich habe noch nicht gepatcht. Das werde ich aber erst am Wochenende machen. Ihr werdet das erst viel, viel später mitbekommen. Ich denke mal, die nächsten 8 Folgen von, also der 21. Ich glaube, der komplette Januar wird noch auf diesen Patch sein. Nur so nebenbei. Uff. Auto geflippt. Fahrzeug gekauft. Freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass Ihr Fahrzeug seit Ihrem bedauernswerten Unfall repariert ist. Es steht in Ihrer Garage für Sie bereit. Ich wünsche Ihnen einen. Na, ich fahre das ja schon noch die ganze Zeit, wir Kunden. Das verstehe ich gerade echt nicht. Also ich fahre das eigentlich schon die ganze Zeit. Und jetzt hat sie das Spiel erst mitbekommen. Die jetzt sind noch aktiv. Nö. Okay. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch. Hier wurde anscheinend nur wieder jemand ermordet. Pisst euch doch einfach mal, ich will hier rumfahren. Du hast keinen Wendekreis wie so ein Bus. Deswegen musst du auch nicht so weit ausholen, du Kunde. Das ist ein Minibus. Neues Gebiet, Downtown, alles klar. Ich finde das Auto relativ gut genug, also ich brauche eigentlich kein neues Auto. Also klar, wir haben übelst viel Geld, wir können uns irgendwann mal ein neues Auto holen. Aber ich finde jetzt so nötig, haben wir es eigentlich nicht. Hier nochmal drehen, ganz kurz. Drehen, 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 drehen.
fahren auch einfach los. Wir GTA haben sie wenigstens damals noch angehalten. Dass wir das Ganze noch anholen können. Muss aber hier dann gleich. Ah, hier. Können wir hier schon rüberfahren? Kann hier mein Auto stehen lassen. Illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NPC Kopfgeld auf dich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden. Noch gar nichts gemacht. Aber ich will mal fahren. Lass die Waffe fallen! Nichts gemacht, Alter! Komm mit vor, Digga. Hey, wie? Hallo? Ja, ich hab's schon kapiert. Mir jeder ein Auto andrehen möchte. Ja, das Auto gefällt mir ja wieder mehr. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen der Erste hier. Und vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, der sich verlaufen hatte. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Na gut. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Na klar. Klar. Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Denna. Das bist wohl du. Wow. Danke. Denna symbolisiert den Anfang einer Reise. Wenn du vor Begeisterung strotzt und dir deines Könns und der Gefahren vor dir nicht bewusst bist. Das Rad des Schicksals. Die Gefahr ist größer, als du denkst. Sie kommt plötzlich, ohne Vorwarnung. Ein Konflikt ist unvermeidbar. Kann ich mir vorstellen? Der umgekehrte Wagen offenbart, dass solche Gefahr mit deiner Liebe zum Risiko zusammenhängt. Zähl nicht zu hoch, wie. Der Magier. Interessant. Du könntest jemand Faszinierendes, Charismatisches treffen. Jemanden, den du vielleicht sogar lieben lernst. Schwer zu sagen. Mhm. Willst du mir die Karten legen? Nein, ich hab das schon. Ja. Nein! Ah! Der Nah. Ja, ich hab's schon. Der Nase. Das Rad. Der Mann. Okay. Jetzt nochmal. Ah, warum ging das gerade eben nicht? What the fuck? Hallo! Wie läuft der Laden? 1-1-Stoßen, scheiße. Ich kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an, die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Na gut. Schon besser, dass Misty dir hilft. Sie kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Hast du dich um Jackie gekümmert? Ich dachte... Scheiße, du warst wohl ohnmächtig, als ich dir das erzählt habe. Hm? Was denn? Arasaka.
Die haben ihn sich sofort gekrallt. What the fuck? Was? Wo haben sie ihn hingebracht? Weiß ich nicht. Musste mich auf den Bauch legen. Hände auf dem Kopf. Ich wollte mehr herausfinden, aber du weißt ja, wie Konzerne sind. Oh. Scheiß Monos. Ja. Ich hab endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Bee. Du brauchst sie mehr als ich. Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. No, wir sind Freunde. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Okay, wir haben jetzt, das ist gut. Was denn hier so? Stellt nach Neutralisieren eines Gegners sofort Cyber-Tech Speicherpunkte. Da finde ich eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Erhöht die Regenerationszeit der Speicher-Tech ist gar nicht so schlecht. Eislauf? Was ist das denn? Stellt sofort 3% Bedrohung. Aufklappt, ne? Cool. Ein elektrischer Roller. So, Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 10%. Verfügbare Items 1. Ermöglicht das Zielen beim Schießen, beim Ausweichen, verlangsamt, beim Ploppen. Greifen während das. Irgendwie nicht was Negatives dabei haben. Verleiht Immunität gegen Stromschläge, erhöht die Panzerung. Betriebssystem. Sehr gut. Kostet zu viel? Legendär. Du benötigst Reflexe. Das war natürlich richtig geil. Das denn verlangsamt. Das ist kein Speicherdeck. Was macht das denn? Verlangsamt die Zeit 16 Sekunden lang um 25% an Quickzeit aktiviere mit E. Erhöht jeden Schaden um 15%. Erhöht kritische Trefferchance. Das ist natürlich echt gut. Kostet auch 25.000, ey. Okay. Also darauf habe ich eigentlich mehr Bock. Muss ich dazu sagen. Skelett hat er nichts verfügbar, aber mit den Händen hat er was. Für die Benutzung der Smart-Zielerfassung verbindet optische Implantate. Cool. Eigentlich habe ich echt Bock, vielleicht mir das dieses Dings zu holen. Das Legendäre, muss ich tatsächlich sagen. Aber da brauche ich halt echt viel Kohle, muss ich sagen. Arm. Okay. Und das Level 20. Beine. Rücke in der Luft um einen. Mein Doppelsprung gemacht. Das war 45.000, ey, krass. Ich würde erstmal ein bisschen sparen, tatsächlich, muss ich sagen. Naja, gut. Finden die Panzerung. Geben uns aber auch. Würden sie Panzerung für 2000 kaufen? Nicht so geil. Immunsystem hat er halt leider nichts. Finde ich gar nicht so schlecht. Regeneriert die Speicherdecks. Und nicht so teuer. Jo, würde ich sagen, wir können es ja halt wieder austauschen oder sowas. Deswegen. Jo. Gut, das war's jetzt mehr. Dürfte ich mit Arasaka? Ich müsste eigentlich gerade noch irgendwie zu einem Waffentypen gehen. Warte mal, kann ich die Waffen zerlegen? Das ist jetzt eine gute Frage. Rucksack. Waffen. Boah, ich habe so zu viele Waffen. Item zerlegen. Sind jetzt mein. Das denke ich mal jetzt meine Hauptwaffe jetzt. Keine Ahnung. Nehmen wir jetzt einfach mal als Hauptwaffe.
Gut, ja, zerlegen erstmal. Zerlegen. Ich ausgerüstet, die Pumpgun war relativ gut, muss ich sagen. Gut, cool, da haben wir jetzt erstmal alles zerlegt. Haben ganz viele Komponente. Haben wir denn das jetzt aufgegabelt? Wir haben ja echt. Warte mal, wir haben ja. Es tut mir. Itemherstellung? Tut mir ja schon ein bisschen leid, muss ich sagen, dass ich jetzt hier so ein bisschen rumgasper, aber wir haben hier echt krassen Scheiß, sehe ich gerade, Charakter. Cyberware. Wenn ich kann noch einen Mutter hinzufügen. Kann deine Waffe. Einer deiner Waffe ist tödlich. Kopfschüsse verursachen keinen zusätzlichen Schaden. Smartwaffen greifen vor. Okay. Upgrade für. Was ist das denn? Das ist ja doof. Einer deiner Waffen ist tödlich. Achso. Ja, gut. Geht. Okay. Holz, Stromschlag. Ja, das mit dem Ping finde ich tatsächlich nicht so schlecht. Ich habe doch gerade Sachen gehabt. Ich hatte doch gerade Sachen, die ich. Kleidungsmod. Ah, ein Kleidungsmod ist das. Okay. Rucksack. Nee. Möchte mich gerne. Ah, da muss ich mich vor den Spiegel setzen, oder was? Charakter? Härte? Warte. Anscheinend muss ich mich da vorne eine Parrot. Parrot. Wo ich die Karten hast. Schon gesperrt. Okay, anscheinend geht das erst, wenn ich. Ich hab das jetzt schon kapiert mit der, dass ich so viel Geld bezahlt habe jetzt. Kann ich das Item erhalten? Das ist schon. So, es hat mir jetzt aber. Was ist mit euch los? Hierher. Ich frag mich tatsächlich, was mit euch hier los ist. Oh, hier ist ja was. Die Kunden jetzt, okay. Was hier vorne? Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Wer bist du denn? Kameras sind überall, sogar in uns. Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder der Zukunft,
Das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Sie können wir retten. Mögen Mütter ihre Leiber beschützen. Mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Doch wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. In ihrem Elend besänftigt. Okay, also haben wir das jetzt mit ihnen interagiert, aber mehr haben wir jetzt auch nicht reingekriegt. Wir müssen jetzt erstmal auf die Map. Ah, jetzt komme ich drauf. Ah. Nee, wollte ich nicht. Ich habe irgendwelche Implantate hier. Leitungsstücke. Ah, da ist der Mod. Sehr gut. Warnung. Möchtest du dich noch ausrüsten? Kann ich ablegen? Ja, dann ist das halt so. Ja, okay. Dann wird er halt zerstört. Dann werde ich den zerlegen. Okay. Kann ich auch eigentlich alles zerlegen, oder? Ja, komm. Hab eigentlich schon alles. Ich brauche ja den ganzen Scheiß hier nicht. Ich kann ja eigentlich echt tatsächlich alles zerlegen. Platz wieder. Sehr schön. Gut, jetzt, was ich machen wollte, Karte. Stimmt, wir wollten jetzt eigentlich mal zu so einem Waffentypen gehen. Hier kannst du Waffenmunition besorgen. Möchte eigentlich lieber Waffen verbessern können. Aber wie zum Teufel mache ich das? Nahkampfwaffenverkäufer, wie kannst du Klingen und stumpfe Waffen kaufen? Gleich alles nebenbei. Ach, das ist auch gleich mit driftig mit Takamura. Okay, also könnten wir. Achso, das ist. Ah, das ist hier im Haus, halt, ist klar. Naja, dann werden wir einfach mal hier gleich mitfahren. Mit Takamura? Ach, der ist da gleich. Ist du? Folgen, ja, ich möchte mich eigentlich dort hin. Ah, halt den Mund, Sekunde. Wer ist das zum Teufel? Ich finde die. Nur zum Waffenhändler, mehr will ich doch nicht. Bin ich dafür unbefugt? Ich will nicht mehr im Kampf sein. Wann
Geht das denn weg? Was willst du denn von mir? Hallo? Ich will... Hat mich doch tot, Leute. Come on. Ich habe einfach nur mein Auto genommen. Das war doch einfach nur mein verdammtes Auto gerade. Aber never mind. Egal, Leute. Egal. Wir sind tot. Es ist gerade keine Ahnung, was das jetzt sein sollte. Wieso, weshalb, warum wir unser Auto genommen haben. Dieser Netrunner. Ey, absolut keine Ahnung. In dem Sinne. Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Cyberpunk 2077. Wir werden mal zum Waffenhändler gehen, gucken, was der uns für Waffen anbieten kann. Vielleicht haben wir eine bessere Waffe oder wir werden die eine Feuerwaffe verbessern. Und naja, tschaußen mit V. Rein.